Nach den Spielen in der Gruppenphase ging es dann in die Platzierungsspiele. Als Viertplatzierter der Gruppe B ging es gegen den schlechtesten Drittplatzierten. Das war der EAC Nürnberg. Demzufolge traten die Löwen im Spiel gegen Nürnberg an und spielten sozusagen um die Plätze zwischen 9 und 12. Besondere Herausforderung für die Kinder war natürlich der Beginn des Spiels, der war um 20.30 Uhr und die Kinder hatten ja um 8.05 Uhr morgens das erste Spiel gehabt, also es war ein verdammt langer Tag. Aber das letzte Spiel, wenn ihr euch das anschaut, werdet ihr das auch merken, war sicher auch eines der besseren Spiele, die wir heute abgeliefert haben und macht auf jeden Fall Hoffnung für den zweiten Tag, wo es noch zwei weitere Platzierungsspiele gab und dann am Schluss irgendwo zwischen Platz 9 und 12 dieses Turnier abzuschließen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und hier geht's weiter mit dem Spiel ERC München gegen die Löwen aus Frankfurt. Thank you.
Thank you.
Morgen sehen wir uns wieder bei den letzten beiden Platzierungsspielen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis dahin alles Gute und tschüss.